Start Deutsch 1. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Sportpark am Zentralplatz. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne wissen, wie Ihre Öffnungszeiten am Wochenende sind. Am Samstag und Sonntag öffnen wir um 8 Uhr morgens. Am Samstag sind wir bis 24 Uhr für Sie da. Am Sonntag nur bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr? Ich habe 22 Uhr gelesen. Nein, montags bis freitags haben wir bis 22 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Kein Problem. Sportpark am Zentralplatz. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne wissen, wie Ihre Öffnungszeiten am Wochenende sind. Am Samstag und Sonntag öffnen wir um 8 Uhr morgens. Am Samstag sind wir bis 24 Uhr für Sie da. Am Sonntag nur bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr? Ich habe 22 Uhr gelesen. Nein, montags bis freitags haben wir bis 22 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Kein Problem. Nummer 2. Wo gibt es denn hier Sportsachen? Das weiß ich auch nicht. Aber hier ist eine Informationstafel. Sieh mal. Sport ist im dritten Stock. Im dritten Stock gibt es auch alles für Kinder. Ich komme mit. Ich brauche noch ein Geschenk für Anna. Wo gibt es denn hier Sportsachen? Das weiß ich auch nicht. Aber hier ist eine Informationstafel. Sieh mal. Sport ist im dritten Stock. Im dritten Stock gibt es auch alles für Kinder. Ich komme mit. Ich brauche noch ein Geschenk für Anna. Nummer 3. Ich möchte gerne ein Käsebrötchen. Was kostet das bitte? Moment, Brötchen 2,20 Euro. 2,20 Euro? So viel? Entschuldigung, 2,20 Euro kostet das Schinkenbrötchen. Das Käsebrötchen kostet 2 Euro. Gut, dann ein Käsebrötchen und ein Wasser bitte. 2,80 Euro bitte. Ich möchte gerne ein Käsebrötchen. Was kostet das bitte? Moment, Brötchen 2,20 Euro. 2,20 Euro? So viel? Entschuldigung, 2,20 Euro kostet das Schinkenbrötchen. Das Käsebrötchen kostet 2 Euro. Gut, dann ein Käsebrötchen und ein Wasser bitte. 2,80 Euro bitte. Nummer 4. Tag, Hajo. Hier Samuel. Na, wie geht's? Ich bin müde. Ich war gestern 3 Stunden Radfahren. Danach haben wir noch gegrillt. Heute mache ich nicht viel, aber am Sonntag können wir doch joggen, oder? Tag, Hajo. Hier Samuel. Na, wie geht's? Ich bin müde. Ich war gestern 3 Stunden Radfahren. Danach haben wir noch gegrillt. Heute mache ich nicht viel, aber am Sonntag können wir doch joggen, oder?
Nummer 5. Grüß dich, Karin. Jakob hier. Es ist Freitag, endlich Wochenende. Kochen wir mal etwas zusammen. Samstag hast du ja immer Sport, aber am Sonntag hast du Zeit, oder? Ruf bitte bald an. Tschüss. Grüß dich, Karin. Jakob hier. Es ist Freitag, endlich Wochenende. Kochen wir mal etwas zusammen. Samstag hast du ja immer Sport, aber am Sonntag hast du Zeit, oder? Ruf bitte bald an. Tschüss. Nummer 6. Hi, Maxim. Hier Renate. Ich habe heute das Auto und hole dich ab. Dann sind wir um 8 im Kino, okay? Das Konzert gestern war toll. Wir sind auch noch in eine Kneipe gegangen. Es war so lustig. Heute Abend erzähle ich dir alles. Hi, Maxim. Hier Renate. Ich habe heute das Auto und hole dich ab. Dann sind wir um 8 im Kino, okay? Das Konzert gestern war toll. Wir sind auch noch in eine Kneipe gegangen. Es war so lustig. Heute Abend erzähle ich dir alles. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Eine Durchsage für die Fahrgäste zum ICE 567 nach Hamburg. Der verspätete ICE 567 fährt heute ausnahmsweise von Gleis 2 ab. Ich wiederhole, der verspätete ICE 567 fährt heute ausnahmsweise von Gleis 2 ab. Nummer 8. Achtung an Gleis 2. Es hat nun Einfahrt, der verspätete ICE 567 von München nach Hamburg-Altona. Die Wagen der ersten Klasse halten im Abschnitt A, die Wagen der zweiten Klasse in den Abschnitten B bis D. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Nummer 9. Auf Gleis 11 fährt ein die S4 aus Kaiserslautern. Bitte in diesen Zug nicht einsteigen. Der Zug endet hier. Reisende nach Karlsruhe, bitte nehmen Sie die S5. Abfahrt Gleis 10 am gleichen Bahnsteig gegenüber. Nummer 10. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg-Altona.
Ihre weiteren Anschlüsse in Hamburg-Altona sind ein Regionalexpress über Celle nach Braunschweig, 16.32 Uhr, Gleis 3. Die S5 nach Lüneburg um 16.36 Uhr, Gleis 8. Der ICE 667 nach Berlin Hauptbahnhof, 16.38 Uhr, Gleis 7. Bitte achten Sie auch auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Guten Tag, Herr Niehaus, Göbel hier. Sie haben Ihren Kalender in meinem Büro liegen lassen. Ich muss jetzt leider aus dem Haus. Ich gebe den Kalender meiner Kollegin, Frau Bahr. Die ist bis 17 Uhr im Haus. Sie finden sie im Zimmer 207. Auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Niehaus, Göbel hier. Sie haben Ihren Kalender in meinem Büro liegen lassen. Ich muss jetzt leider aus dem Haus. Ich gebe den Kalender meiner Kollegin, Frau Bahr. Die ist bis 17 Uhr im Haus. Nummer 12. Guten Tag, Frau Fischer. Hier Autohaus Groß. Ihr Auto ist fertig. Sie können es morgen abholen. Die Werkstatt ist ab 7 Uhr geöffnet. Die Reparatur ist etwas billiger als gedacht. Sie kostet nicht 295, sondern nur 265 Euro. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Fischer. Hier Autohaus Groß. Ihr Auto ist fertig. Sie können es morgen abholen. Die Werkstatt ist ab 7 Uhr geöffnet. Die Reparatur ist etwas billiger als gedacht. Sie kostet nicht 295, sondern nur 265 Euro. Dann bis morgen. Auf Wiederhören. Nummer 13. Hallo Nana, Dimitri hier. Wir sind doch heute Abend verabredet. Leider muss ich jetzt doch länger arbeiten und kann deshalb heute Abend nicht. Aber passt es dir vielleicht morgen Abend? Ruf mich doch bitte auf dem Handy an. Hallo Nana, Dimitri hier. Wir sind doch heute Abend verabredet. Leider muss ich jetzt doch länger arbeiten und kann deshalb heute Abend nicht. Aber passt es dir vielleicht morgen Abend? Ruf mich doch bitte auf dem Handy an. Nummer 14. Hallo Ingo, hier ist Sascha.
Ich habe jetzt Bescheid bekommen wegen unserem Computerkurs. Also, er findet statt am Dienstag um 18 Uhr. Natürlich im Computerraum. Aber ich warte dann unten am Eingang auf dich, okay? Hallo Ingo, hier ist Sascha. Ich habe jetzt Bescheid bekommen wegen unserem Computerkurs. Also, er findet statt am Dienstag um 18 Uhr. Natürlich im Computerraum. Aber ich warte dann unten am Eingang auf dich. Nummer 15. Schönen guten Tag, Frau Mahler. Sie wollen morgen Mittag nach Köln. Hier ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 11.45 Uhr ab Frankfurt und sind um 14 Uhr in Köln. Der Preis ohne Bahncard beträgt 46 Euro. Schönen guten Tag, Frau Mahler. Sie wollen morgen Mittag nach Köln. Hier ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 11.45 Uhr ab Frankfurt und sind um 14 Uhr in Köln. Der Preis ohne Bahncard beträgt 46 Euro. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.